Lieber Alexander von Hessen, es freut mich außerordentlich, dass wir heute dieses Werte-Interview miteinander führen. Und als allererstes würde mich interessieren, welche Werte für dich die drei wichtigsten Werte im Geschäftsleben sind. Die drei wichtigsten Werte im Geschäftsleben. Offenheit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Und wenn du an dein Privatleben denkst, an Freunde, Familie, was sind da deine drei wichtigsten Werte? Offenheit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Man spricht ja oftmals in der heutigen Zeit von Achtsamkeit und Rücksichtnahme, dass das ganz wichtige Werte sind. Und meine Frage ist, bist du der Meinung, dass es diese noch ganz regelmäßig im Geschäftsleben gibt, also dass die noch ganz oft gelebt werden, oder dass diese Werte Achtsamkeit und Rücksichtnahme der Gewinnmaximierung und der Erfolgsgenerierung zum Opfer gefallen sind? Ich glaube schon, dass diese Werte erodiert wurden in den letzten Jahrzehnten. Ich denke, dass wir unsere Werte importiert haben aus angelsächsischen Ländern. Es war früher ein bisschen anders. Das kann ich inzwischen auch sehen, dass es einfach früher anders zuging im Geschäftsleben. Alle waren zufrieden, es ging alles wunderbar. Und wir wurden immer unzufriedener und wir wurden immer rücksichtsloser. Und wir dachten, dass es wichtig sei, wie der Engländer sagt, ruthless zu sein. Das ist ein Lieblingswort manchmal. Und ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt notwendig ist, die Rücksichtslosigkeit zu kultivieren, sondern vielleicht das Gegenteil. Du bist ja schon darauf eingegangen, dass es einen gewissen Wertewandel gab. Und wo siehst du noch den Wertewandel in der Gesellschaft, außer dieser jetzt in Bezug auf die Rücksichtnahme und Achtsamkeit? Ja, ich will nicht verfallen in diese These, dass früher alles besser war. Das war es nämlich nicht, es war nur anders. Und früher. Und man verklärt das natürlich. Insbesondere, wenn man älter wird, verklärt man die Vergangenheit. Aber die Welt ist einfach schneller geworden. Und man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, zum Beispiel einen Brief zu schreiben oder zum Beispiel einen Dankesbrief oder einen Wertschätzungsbrief oder solche Dinge. Das geht nicht mehr. Das macht doch kein Mensch. Also ich habe neulich bei Christie's gesehen, da werden ganze Korrespondenzen aus dem 18. Jahrhundert für teures Geld versteigert. So Briefe, meistens Liebesbriefe. Da muss man sehr viel Geld bezahlen. Aber was für eine Zeit diese Menschen hatten, ihre Gefühle zu Papier zu bringen. Und das wird heute gar nicht mehr möglich sein. Also man wird keinerlei Liebesbriefe mehr finden aus unserer Epoche, weil es sie nicht gibt. Stimmt, und wenn man überlegt, dass sie damals noch per Post und per Pferd noch transportiert worden, hat es 3 Monate oder 4 oder 5 gedauert. Man hatte aber damals die Zeit. Hat ja auch gebrannt. Man wollte ja auch seine Gefühle loswerden, aber man musste sich etwas mehr Zeit nehmen. Aber es ist halt anders geworden. Man lernt sich im Internet kennen, man kommuniziert über sein iPhone. Es ist nicht schlimm, aber es ist wirklich anders als noch vor 20, 30 Jahren. In jüngeren Jahren vertritt man ja oft andere Werte, als wenn man so im fortgeschritteneren Alter ist oder mehr Erfahrung hat. Wo haben sich denn deine Werte verändert oder haben sich Werte bei dir überhaupt verändert? Das ist eine gute Frage. Die Werte haben sich schon verändert, glaube ich. Ich würde sagen, dass ich entspannter geworden bin. Wo ich früher mehr Druck empfunden habe, etwas erreichen zu müssen, auch aus der Zeitnot geboren, dass man sagt, ich will ja, bis ich so und so alt bin, das und das erreicht haben. Das habe ich nicht mehr und kann viel gelassener mein Leben im Schlendertempo gestalten. Und das empfinde ich als sehr angenehm. Es ist nicht unbedingt ein Wertewandel, es ist einfach, wie ich das Leben gestalte. Wenn du die Gelegenheit hättest, allen Menschen ein und denselben Wert einzupflanzen, welcher Wert wäre denn der wichtigste deines Erachtens nach? Dankbarkeit. Sehr schön. Ich glaube, je dankbarer der Mensch ist, desto glücklicher ist er. Ich habe eine Dokumentation gesehen oder irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr. Es war ein Philosoph aus USA und er wurde gefragt, wie kann man denn gegen Depressionen oder Burnout vorgehen. Und er sagte ein Wort, Dankbarkeit.
Wenn man dankbar ist, ist man nie alleine. Wenn man Dankbarkeit spürt, ist immer ein schönes Gefühl da. Man ist immer praktisch in reziprokem Austausch mit den Mitmenschen. Man ist nicht so einsam. Und die Dankbarkeit ist einfach ein tolles Gefühl und ist oft vernachlässigt, weil wir alle der Meinung sind, wir sind so Ich-AGs und schaffen alles alleine und wir brauchen niemanden. Und das ist eine Verkennung der Tatsachen. Es ist einfach so, dass wir zum Beispiel, wenn wir erfolgreich sind, haben Hunderte von Menschen daran teilgehabt. Und wir müssen diesen Leuten eigentlich immer dankbar sein. Die ersten Chefs, die Kollegen und all diese Leute sind ja dabei gewesen, als man seinen Werdegang gemacht hat. Es ist nicht nur beruflich, man kann das Ganze auch im Privaten sehen. Und ich glaube, die Dankbarkeit ist so eine Rückbesinnung und tut einem gut. Sehr schön. Dankbarkeit hat noch keiner gesagt. Finde ich ganz toll. Ein super Aspekt. Hältst du Humor für einen wichtigen Wert? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Ungeheuer wichtig. Also Humor halte ich für extrem wichtig. Das ist einfach die Fähigkeit, über die ernsthaften Dinge zu lachen. Auch über sich selbst zu lachen. Auch einfach die Dinge wegzulachen, weil sonst kommt man in diese Situation, dass die Welt ja ganz schlimm ist. Und sie ist immer schlimm und sie war immer schlimm und wird immer schlimm sein. Aber mit Humor kann man die Dinge viel besser vertragen. Und man hat einfach auch eine gewisse Distanz zu den Unerträglichkeiten der Welt. Ich habe, weil ich ein kreativer Mensch bin, habe ich dir mal 6 Begriffe mitgebracht. Und zwar Liebe, Würde, Sorgfalt, Freundschaft, Pünktlichkeit und Glück. Wenn du jetzt im Stil von Fräulein Betty einen Stummfilm drehen müsstest und müsstest dir einen Wert aussuchen und diesen pantomimisch darstellen, ich würde dich bitten, dies zu tun, wenn das möglich ist. Ist gut oder schlecht, weil? Demut ist gut, weil sie die Selbstreflexion fördert. Vertrauen sollte? Ein Teil des Lebens sein. Jetzt kommt eigentlich ein Satz, den du schon fast sozusagen beantwortet hast, vorangehend. Fehlende Dankbarkeit führt zu? Einsamkeit. Und Liebe ist? Das Schönste auf der Welt. Super. Lieber Alexander von Hessen, ich freue mich sehr. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Ja.